Was wollen Sie von mir? Halt die Klappe, alter Mann. Du weißt ganz genau, was ich will. Lass uns los. Ich sag Ihnen nichts. Spannend ist der erste Krimiroman von Barbara Klein. Seit 2 Jahren wohnt die gebürtige Kölnerin in Mönchengladbach. Ihre neue Heimat macht sie jetzt zum 254-Seiten-Tatort und tauft ihr Buch auf den finsteren Namen Nebelgrab. Das ist Absicht. Es ist kein blutrünstiger Roman, aber ich hoffe, dass dennoch die Spannung da ist. Und Nebelgrab, das hat eben auch mit dem Niederrhein zu tun. Ich habe schon gerne auch den Bezug direkt zur Region. Eigentlich schreibt die Autorin Kurzgeschichten und Prosatexte. Jetzt will sie endlich den großen Durchbruch als Autorin schaffen. Ausschlaggebend war mal, dass ich mal einen Roman gelesen habe. Über den habe ich mich so geärgert, weil ich ihn so blöd fand, dass ich gesagt habe, das kann ich besser. Im Nebelgrab geht es um dunkle Geheimnisse und den Journalisten Adrian. Der kämpft erst um Informationen und dann ums nackte Überleben. Adrian hatte die halbe Nacht auf einen Stapel Papier gestarrt, auf dem ein kleines, schwarzes Büchlein lag. Sein Zittern hatte erst am Morgen aufgehört, aber der Schreck über den Tod des alten Mannes saß immer noch so tief, dass er den ganzen Samstag krampfhaft nach Ablenkung gesucht hatte. Der Stapel war offensichtlich ein Manuskript. Das Manuskript, das Buch, das Professor Wiedener auf den Markt bringen wollte. Und Adrian hatte es gestohlen. Wenn das Buch brisante Dinge beinhaltete und der Professor deswegen zu Tode gekommen war, würde der Mörder weitersuchen. Hatte er seinen Namen gerufen? Hatte er gerufen, hier ist Adrian Seemann, der Zeitungsfritze? Oder hatte er nur, hier ist der Zeitungsfritze, gerufen? Er wusste es nicht mehr. Doch davon konnte sein Leben abhängen. Adrian fröstelte. Die Leiche des alten Mannes bringt die Kriminalpolizei ins Grübeln. Bildhaft zieht Barbara Klein den Leser in ihren Bann. Eine fiktive Story mit großem Lokalwert. Hallo, Frau Lorenz, was machen Sie hier? Ja, hallo. Wer ist jedenfalls niemand aus Ihrem Heim. Kann ich mal den Hut sehen? Frau Lorenz, ich glaube, es ist besser, wenn Sie... Lassen Sie mich bitte mal den Hut sehen. Ich glaube, ich kenne ihn. Der Herbert Becker? Das ist doch wohl nicht wahr. Was ist hier geschehen? Sie kennen ihn? Natürlich kenne ich ihn. Das Gleiche. Würgemale am Hals, ein schwerer Schlag auf den Kopf, die genaue Todesursache, dazu kann ich nichts sagen. Es ist aber noch nicht lange her. Das war ein Ursüchtener, ich verstehe das überhaupt nicht. Wer wissen will, wie die Geschichte ausgeht, kann den Roman in jedem Buchladen bestellen. Ausgekommen beim Seeschat Verlag für 9,90 Euro. Weitere Infos auf www.klein-barbara.de. Ich weiß, wo die beiden wohnen, das ist nicht weit.